Sie sind hier, 7. August 2018, 22.10 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Zanel, US lief einen neuen Europameisterschaftsrekord, Urheberrecht Getty Images Zanel, US gewinnt bei der Leichtathletik-WM Gold über 100 Meter vor einem Landsmann. Das Finale findet ohne den deutschen Rekordhalter Julian Reuss statt. Der Brite Zanel US hat den EM-Titel über 100 Meter der Männer gewonnen. US siegte im Finale von Berlin in der Meisterschaftsrekordzeit von 9,95 Sekunden vor seinem Landsmann Riis Preskot 9,96 und dem für die Türkei laufenden Jak Ali Havi 10,01 Service-Zeitplan der Leichtathletik-EM. Der deutsche Rekordhalter Julian Reuss 10,37 hatte wie Lokalmatador Lukas Jakubczyk 10,32 das Finale verpasst und war im Halbfinale ausgeschieden. Der deutsche Meister Kevin Kranz war bereits am Montag in der ersten Runde ausgeschieden. Wiechaud muss für Finale passen. Europarekordler Jimmy Wiechaud aus Frankreich, der im Halbfinale in 9,97 bereits einen Meisterschaftsrekord aufgestellt hatte, konnte wegen Oberschenkelproblemen nicht im Endlauf antreten. Service, Medaillenspiegel, Leichtathletik-EM.